Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir die Monatslegung Fische 2021 Monat Mai mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Fische, es wird ein spannender Monat, es wird ein Monat voller Energien, es wird ein Monat voller Entscheidungskräfte, es wird ein Monat, wo deine Emotionen auf Hochtouren laufen werden. Okay, die Mondenergie, mach sie dir zum Nutzen. Achte auf deine Träume, schaue dir auch abends mal den Mond an, ja, damit deine Energien aufgeladen werden. Deine Emotionen laufen auf Hochtouren. Die Gefahr besteht nur darin, dass du dich nicht von deiner emotionalen Welt unterdrücken lässt, bestimmen lässt, aus dem Konzept bringen lässt. Okay? Warum? Leute, ihr wisst, dass Monatslegungen nicht immer zu 1000% auf alle zutreffen können. Okay? Dafür habt ihr immer die Option, mich für eine private Legung anzuschreiben, über WhatsApp, okay, und mit mir einen Termin zu vereinbaren, auch eine zielorientierte Therapie, wo wir einfach mal tiefgründiger reingehen werden. Für mich ist wichtig, wirklich, nehme diese Legung dankbar an. Es ist total spannend, weil es kommt eine mega Befreiung. Die Karte des Narrens hat für mich eine ganz spezielle, besondere Bedeutung, ja. Die Karte des Narrens ist nicht nur der Neuanfang, ist nicht nur die Befreiung, das Loslassen, ist auch hier das Wasser. Wasser sind die Emotionen, die Gefühle, das Leiden, ja. Dass es in dir fließen kann. Lasse alles fließen, was zu fließen ist. Befreie dich von alten Strukturen, von Denkmustern, ja, von Glaubensrichtungen, von Schmerzen, von Menschen, von Situationen, von auch diesen Gefühlen, die dir destruktive Gedanken vielleicht in den Kopf setzen können. Gehe mehr in das Selbstwertgefühl, okay? Der Monat Mai lädt dich dazu ein, in der Liebe vor allen Dingen, ja, eine Entscheidung zu treffen. Egal, ob du in einer Dreieckskiste bist, egal, ob vielleicht ein Ex-Partner wieder zurückkommt, egal, ob es um eine aktuelle oder zukünftige Liebe geht, passt es auf euch auf, an. Im Monat Mai heißt es, es dürfen klare Grenzen aus der Liebe zu dir selber gesetzt werden. Es dürfen neue Ziele in Angriff genommen werden. Ja? Du darfst auch manchmal eine Grenze überschreiten, aber ohne zu manipulieren, ohne den Respekt zu verlieren, ohne anderen Menschen oder dir zu schaden. Schätze das Leben, schätze den Monat Mai. Er bringt dir sehr viel Freiheit, Erfolg in der Liebe, ja? Wenn du richtig entscheidest. Es gibt Versöhnungen, weil ihr sehr überfordert seid, auch durch Kinder, durch Gerichtsprozesse, ja, durch Unterhaltsklagen, durch kranke Kinder oder durch eine Erkrankung von euch selber oder ein erkrankter Mensch in eurem Leben, der euch viel Kraft rauben könnte oder raubt, ja. Es geht darum, dass der Monat Mai sagt, die Kommunikation muss an erster Stelle sein. Du kannst eine interne und externe Reise angehen. Interne Reise können wir jeden Tag angehen, das heißt ein Entwicklungsveränderungsprozess, ja, der uns nicht nur unser Selbstwertgefühl aufleben lässt, sondern der uns erkennen lässt, dass wir manchmal auch ein bisschen falsch agieren. Und Fische können auch manchmal aus dem Impuls reagieren, aber in der Regel seid ihr sehr geschmeidig und ich habe Überforderung aus der Arbeit, Überforderung aus vergangenen Situationen, die vielleicht auch mit Finanzen zu tun haben, auch mit Kindern, auch mit Familie, ja, auch mit Freunden, aber vor allen Dingen in der Liebe. Wenn du ein Mensch bist, der sagt, Alena, ich möchte mit meinem Ex-Partner wieder zurückkommen, ja, gebe dir den Raum und die Zeit, um zu erkennen, ob es wirklich der richtige Weg ist, ob ihr auch wirklich einen neuen Ansatz findet, ob ihr euch auch wirklich als Menschen verändert habt, ja. Wenn du sagst, Alena, ich möchte frei sein, ich bin Single, ja, und ich möchte keine neue Liebe, dann genieße es. Du hast die Möglichkeit, den Ballast loszulassen. Du hast die Möglichkeit, neu anzufangen, zu kommunizieren, zu reden, aber auch eine neue Liebe in dein Leben zu lassen. Entweder eine Ex-Partnerschaft oder jemand Neues oder den du schon kennst, den du auf einer Fernbeziehung auch schon eine Kommunikation hast oder den du auf eine Reise kennenlernst. Wir haben Reisen. Wir haben Umzüge, wir haben Veränderungen durch arbeitstechnische Projekte am Start. Aber möchtest du eine solide Basis in der Liebe, musst du in die Selbstliebe gehen. Möchtest du dich von einer Liebe befreien, von einer Partnerschaft befreien, weil du sagst, wir kommen einfach nicht mehr klar, ja? Oder die Kinder machen so viele Probleme, meine Schwiegermutter mischt sich ständig ein, ja? Hier geht es darum, einen Kompromiss zu finden. Einen Kompromiss mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zu reden und wirklich abzuwägen, warum ihr in dieser Situation seid. Lügt euch nicht selber an, Leute. Ihr habt die Kraft, ihr habt die Energie, ihr habt die Möglichkeit, wirklich nicht nur in der Liebe, sondern in allen Situationen im Leben zu entscheiden, weil es bringt euch Heilung. Dieser Druck, diese Schmerzen, diese Last, die ihr mit euch rumschleppt, ja, schon die ganze Zeit, wird im Monat Mai sich lösen, weil die geistige Welt konspiriert für euch. Ihr habt viel geleistet, aber ihr dürft jetzt zu einer Vereinbarung kommen mit euch, aus der Passion heraus, aus der Ruhe heraus, aus dem Vertrauen heraus. Harmonisiert euch mit euch selber. Lasst euch nicht von euren Emotionen verleiten, eine Fehlentscheidung zu treffen, sondern kehrt in die Meditation, kehrt in die Ruhe, kehrt ins Gleichgewicht. Es ist einfacher, wie ihr denkt, ja. Sabotiert euch nicht selber, nur weil ihr sagt, ich liebe diesen Menschen, aber ich bleibe mit diesem Menschen zusammen, obwohl er mich malträtiert. Das ist keine Liebe.
Okay? In der Ruhe, in der Meditation, in den Träumen, im Glauben, in dem Respekt zu dir selber findest du alles. Verliert nie die Fassung, sondern macht alles aus der Ruhe heraus. Das ist das, was das Tarot euch sagt. Okay? Gesundheit, achtet auf eure Gesundheit. Einige seid in einem Gesundheitszustand, der sehr fortgeschritten ist, wo es möglicherweise schwer oder bis gar keine Heilung gibt. Oder ein Mensch in eurem Umfeld ist schon sehr erkrankt, der, wo es keine Heilung mehr geben kann, der dann auf eine terrenale Ebene höher geht, also von dieser Welt geht, gibt diesen Menschen viel Liebe, auch euch selber gibt euch viel Liebe. Nutzt jede Art der Therapie, nutzt jede Art des Arztbesuches, ja, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Lungenprobleme, Herzprobleme, Abgeschlagenheiten, alles, was der Körper, eure Seele, euer Herz euch aufzeigt, nehmt es für ernst, okay? Wir haben Umzüge für die einen oder anderen, wir haben einige von euch, die Menschen zurücklassen, Situationen zurücklassen werden. Aber vor allen Dingen ist die Lernaufgabe, in der Offenheit und in der Ehrlichkeit zu reden und den Schmerz zu heilen. Ja? Ihr wisst, ich sage euch in meinen Monatslegungen nicht tausend Beispiele, weil dafür habt ihr die privaten Legungen, ja, die viel ausschlaggebender sind und viel offener und bedeutender sind, weil es geht genau um deine Daten, um deine Energie, um dein Leben. Der Monat Mai sagt einfach nur, bleib gelassen, nimm diesen Umzug an diese Veränderung, diese Reise. Beginne auch in einem anderen Land neu etwas zu kreieren, ein Haus zu bauen, ein Projekt neu zu starten, eine neue Arbeit zu starten, einen Arztbesuch aufzusuchen, eine Schwangerschaft vielleicht durch diesen Kurztrip mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zu leben oder mit dieser Fernliebe, wie auch immer. Schwangerschaften, die auf künstliche Befruchtungen beruhen, geht die Sache langsam an. Erst was muss in euch erstmal heilen, sanieren, bevor ihr einen Neustart machen könnt. Ja? Aber wir haben auch Schwangerschaften. Ja? Wir haben auch die ein oder andere Trennung, aber es ist eher mehr so eine kurze Geschichte wie alles andere. Achtung in der Gesundheit, wie gesagt, schaltet einen Gang zurück. Ihr seid sehr überfordert, schon seit einiger Zeit zurück. Aufpassen mit Unterlagen, mit Unterschriften, mit das, was eine Unterschrift von dir fordert. Sei achtsam, lese das Kleingedruckte, okay? Leute, die ihr noch keinen Job habt, es kommt ein neuer Job, auch ein Job im Ausland, ein Job in einer neuen Sprache, ein Job in einem anderen Ort, ein Job, der dir Befriedigung bringt, Freiheit, Entscheidungskräfte. Also die nicht arbeitsfähig sind im Moment oder keine Arbeit haben, rauft euch zusammen, ja, entscheidet aus der Ruhe. Es gibt Möglichkeiten, auch im Heilberuf tätig zu werden. Aber klärt es auch mit eurem Partner oder mit eurer Familie. Helft euch auch euren Kindern, ja, die richtige Ausbildung zu finden, den richtigen Weg zu finden. Auch redet untereinander, was kannst du, was liegt dir, damit euer Kind oder ihr selber auch wisst, dass die Zeit auf der Arbeit nicht eine Zeit des Absitzens ist, sondern auch eine Zeit des Genießens, was Fruchtbares zu produzieren. Ja, wir haben neue Projekte, wir haben Erfolge, wir haben Menschen, die eh schon so erfolgreich sind, die noch erfolgreicher werden, ja, trotz der ganzen weltweiten Pandemie. Es kommt wie aus Geisterhand so viel Positives auf dich zu. Fische, was ich ganz toll finde. Aber in erster Linie geht es um Befreiung, um Ehrlichkeit, um Kommunikation, um dich nicht selbst anzulügen und auf die geistige Welt weiter zu vertrauen und immer zu sagen, ja, führt mich dorthin, wo ich gebraucht werde. Bleibt in eurem Selbstwertgefühl. Wisst, wer ihr seid, okay? Eure Emotionen können euch einen Streich spielen oder können euch auch zum Erfolg verleiten. Bleibt immer in der Liebe und in der Sicherheit. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, Fische, okay? Es wird ein mega toller Monat. Heilt, verzeiht, begreift, dass alles das, was nicht mehr gut ist für dich, ist die Zeit zum Loslassen. Okay? Es kann immer nur gut werden, egal wie schwer es ist. Auch eine Trennung wird schwer. Ja? Mein Mann und ich, wir sind auch jetzt gerade in einer Trennungsphase gewesen. Wir haben uns zwar wieder aufgeraffelt, okay, aber es ist keine Garantie, dass auch unsere Ehe weiterhin besteht. Ja? Bei uns war es nicht aus fehlender Liebe, sondern wir hatten eine perfekte Ehe, wirklich. Aber die Einflüsse von außen waren dann doch massiver, wo wir gesagt haben, okay, wir schauen einfach mal, wo uns die Reise hinführt. Und ich weiß auch, dass im Monat Mai auch für uns, ja, einen Neubeginn bekommt. Und auch bei euch, egal was hier angeht, es kommt ein Neubeginn, der einfach nur toll sein wird. Egal in welcher Richtung, ob für dich, für deinen Partner, für deine Gesundheit, für die, die man heilen kann. Okay, für eure Kinder, für die Menschen, die euch nahestehen, seid immer ein guter Ratschlaggeber für die Menschen, die ihr wirklich liebt, aber vor allen Dingen für dich. Okay, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Monat. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert meinen Kanal weiterhin. Schaut euch auch alte Videos an, von Anfang bis Ende, ja. Meine Videos sind nicht zeitgebunden, außer die Monatslegungen. Gebt euch wirklich den Raum und die Zeit, alte Videos anzuschauen, um zu schauen, wie euer Entwicklungsprozess ist und was ihr real wollt im Leben. Okay? Ich wünsche euch alles, denke ich, Liebe und wir hören uns. Bis dahin, bye.